Eine Drohnenaufnahme des ukrainischen Militärs soll zeigen, wie russische Munition und andere Ausrüstung in einem Lager lichterloh brennen. Die Bilder der Vernichtung sollen aus dem Ort Paraskovivka nahe der schwer umkämpften Stadt Bachmut stammen. Unklar ist allerdings, wann das Video aufgezeichnet worden ist. In den vergangenen Monaten hat Russland viel Munition einbüßen müssen. Dabei habe das Land, genauso wie die Ukraine, Probleme bei der Beschaffung neuer Waffen. Durch den Schlag gegen das russische Munitionslager hat die Armee einen weiteren empfindlichen Verlust erlitten.